Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Wir sind hier auf Taranis wieder mal, die Magierinsel. Ja, da oben braut sich was zusammen, ne? Dämonen, glaube ich. Also Schergen, glaube ich. Na, das waren nur die Blitze, ne? Über den Monolithen, das schaut so komisch aus. Generell Blitze, ne? Okay. Ist nichts Schlimmes. Schaut schon so gefährlich aus, als wenn hier gleich eine Schar Golems oder was weiß ich, Golems sage ich, Gargoyles, so über uns hereinbricht oder irgendwelche Schergen. Dabei sollen das nur Blitze sein, oder? Also ein Sturm. Okay, schaut komisch aus. Ja, ich wollte mich um das Erbmaterial kümmern, ne? Das Erbgut da hinten oben. Hoppala, das war verkehrt. So, hier, so. Da. Ich befürchte allerdings, dass wir hier aufgrund des starken Wellenganges hier, ne, nicht rankommen werden. Das heißt, dass wir wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, darauf warten müssen, bis wir eine Schaluppe haben. Also nicht nur unser Schiffchen hier, also die Schaluppe, sondern ein richtiges Schiff, dass wir selber vielleicht dorthin segeln dürfen. Ich werde es probieren, aber ich verspreche nichts. Jo. Gut, wenn die Quest hier zum Scheitern verurteilt ist, werden wir uns, wie versprochen, endlich nach langer Zeit den Dämonenjägern anschließen. Die sagen mir hier eigentlich am meisten zu, weil Magier möchte ich dann wirklich gerne auch auf eurem Wunsch hin gerne dann bei Gothic verwirklichen und ein Wassermagier werden wollen, tun. Ja. Dazu aber im Gothic Let's Play. Gut, hier soweit. Grüß Gott, guten Tag. Kann ich hier? Konnte man hier hinten runter? Ich glaube schon, ne? Bin ich dann aber richtig, ist die Frage. Hüpf. Normal schon, oder? Wenn ich da ganz unten bin, müsste da hinten die Insel sein, oder? Oder? Jo, theoretisch. Ich schau mal, ne? Schauen kostet ja nichts außer Zeit. Ihr habt's eh genug, ich sowieso. Halt, was war da? Ein Fingerblatt. Boah, gut, dass ich nochmal hier vorbei geschurdelt bin. Noch was? Tatsächlich Blutwurzel, ich war hier noch gar nicht. Wie konnte ich das denn versäumen? Naja. Hust. Ah ja, da ist einiges an Getier und ich merke gerade, ich habe keinen Begleiter. Kann das sein? Warum nicht? Naja, die paar Meter werde ich jetzt wohl selber auch schaffen, oder? Jetzt haben wir eh unser Flammenschwertchen. Unser Licht im Dunkel. Das wird wohl gehen jetzt, oder? Ich meine, so elendiglich schwach bin ich jetzt ja auch nicht, glaube ich. Na, geht. Na nü. Wenn es geht, genau, den Sandteufel zu hauen, zerschlagen, den auch noch. Perfekt. Ja, läuft gar nicht schlecht. Ich glaube, eine 3 von 5 darf ich mir schon geben, oder? So, dann bin ich mal gespannt, ob ich es schaffen werde, hier rüber zu schwimmen. Schaut nicht so weit, oder nicht so weit aus. Wird wohl machbar sein. So. Dann war ich da drüben eigentlich auch noch nicht, ne? Ich werde das jetzt mal speichern. Ja. Ja. Kann ich die jetzt eigentlich wieder überschreiben? Dürfte normal nichts passieren. Oder soll ich mir einen neuen anlegen? Ich mache mir einen neuen. Bitte. 12, ja. Dankeschön. Dann versuche ich mal mein Glück. Ich probiere noch, solange es geht, an Land zu bleiben. Und dann den kürzesten Weg. Opa, schau, wo kommst denn du her? Ein Skelettchen? Ja, servus. Mit dir habe ich jetzt nicht gerechnet. Macht nichts. Hoppala, wo ist denn da? Mach mal kurz einen Prozess damit. So, zack. Würdest du bitte sterben? Danke. Also ein zweites Mal. Er hat schon Übung. Ja. Und jetzt bleib tot. Einen Schädel. Heureka, so platsch.
Gut. Mit ein bisschen Glück schaffe ich jetzt hier rüber. Aha. Aha, was haben wir denn hier? Das ist jetzt hier einfach nur so. Da ist jetzt kein Schatz oder so. Na? Aber wir kommen rüber, ne? Ich hätte dringend meinen Begleiter gebraucht. Diesen riesen Oschi da drüben, ob ich den schaffe? Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Also angekommen sind wir hier mal. Das mit dem Erbe könnte funktionieren. Wenn wir das überleben. Huch. Ja, das habe ich. Au, das habe ich befürchtet. Au, das habe ich befürchtet. Ja. Ich esse mal was. Ja, der lebt ja dann, ne? Aber es ist nicht ganz schlimm. Es ist nicht ganz schlimm. Machbar ist es, glaube ich. Ich trinke mal was. Ja, also das Schwertchen ist echt. Das war die Mühe wert, es zu finden. Flammenschwerter sind cool. Haben wir's? Sind alle? Ja, das ging leichter als gedacht. Wir sind ja schon ein starkes Bubi geworden. Wahnsinn. Wahnsinn, wer hätte das gedacht? So. Der da hat nichts für uns. Ja, dann halt nicht. Und hier sehen wir schon ein Kreuzelein. Das heißt, da ist was vergraben. Buddeln wir das mal aus, ne? So. Jawohl. Wusch. Wusch. Ich mag unser Schwertchen. Ich hoffe, ich muss es nicht mehr hergeben. Das ist immer eine optimale Fackel für uns. So seht ihr nämlich auch endlich mal was vom Let's Play, ne? Ja, Erbstreitigkeiten. Bobas Geldbörse, Geralds Geldbörse, Rick, Lux, McFlys, Morgs und Worfs Geldbeutel. Okay, nehmen wir alles. Gut. Das wär's mit dem Erbe, ne? Hammer. Unser Erbe bekommen. Hervorragend. Das heißt, ich darf das jetzt aufmachen, ne? Weil abgeben werde ich es nicht müssen, hoffentlich. Ja, Quest haben wir auch. Gut, das Reich der Schatten. Jo, öffnet das Tor. Neue Verbündete. Piraten, Oliant, großes Schiff. Dämonenjäger, Fregatte, die werden wir uns jetzt dann holen. Die Galeere, Fregatte, die werden wir, ja, werden wir uns dann anschließen. Allianz mit den Dämonenjägern, Inquisitor. Ja, irgendwie schaffen, große Schlacht, bla bla. Das geht erst dann, wenn wir uns wo angeschlossen haben, ne? Nervensäge wird, denke ich, dann auch später weitergehen. Hoffe ich. Crew hilft mir jetzt auch nichts, weil wir noch kein Schiffchen haben. Grüne Flammen hilft mir auch nichts, weil wir nicht drüber können. Da hoffe ich, wenn wir jetzt Dämonenjäger sind, dass das dann klappt. Dass wir dann quasi mit dem Schiff vielleicht auf die andere Seite segeln können oder so. Mal schauen. Das stumpfe Opfermesser, das geht alles auch noch nicht, kommt mir vor, weil. Genau, hier Magierturm kann ich noch nicht rein zum Zacharias. Steintafel war, glaube ich, im Gebiet, wo ich noch nicht hin kann und so weiter. Das sollte dann später weiter funktionieren. Sollte, hoffe ich, dass ich da jetzt keine Quest ruiniere. Ja. Ich höre Geräusche. Wenn ich schon mal hier bin, könnte ich ja noch die Insel hier fertig anschauen, ne? Wenn wir schon mal da sind. Dann schauen wir uns hier noch um. Vielleicht gibt es noch irgendwas zum Bekämpfen. Hier ist zumindest nur mal Sand. Kann ich hier hoch? Würde das klappen, bitte? Ja. Theoretisch. Mit etwas. Ja. Ja, das geht auch. Jetzt kommt ein Panther und bringt mich um. Ah, da haben wir einen Drachenschnappi. Okay. Ja, ich würde sagen, den können wir gleich mal ruinieren. Also ein Drachenschnappi, ne? Hallo. Auf die Gosch. Ich mag das Schwertchen. Absolut chancenlos, das arme Viech. So. Ja, dann lucke ich nochmal schnell darüber. Weil, wer weiß, vielleicht ist hier noch irgendein Kraut oder so. Für das. Ja, ein Teleporterstein. Ja, den nehmen wir doch sehr gerne mit. Da hinten ist ein Schiff verreckt. Ja.
Gut. Das hat sich schon mal ausgezahlt. Muha. Dass es noch so viele Teleporter gibt? Ja, bestimmt in den Bereichen, wo wir jetzt noch nicht hin konnten, gibt es sicher noch was. Traue ich mich schon fast wetten. Die geht auch wunderbar auf, die Truhe. Da gibt es noch einige Truhen, die ich noch nicht geöffnet hatte, glaube ich, ne? So diversen Schergengebieten und so. Ah, Fleisch ist drinnen, ob das noch was zum Brauchen ist. Naja, Schnapserl des Blutes und ein bisschen Gold. Perfekt. So, dann machen wir den Leviathan da vorne noch platt. Hoppla, Platz. Ich wollte speichern eigentlich. Ja, bitte. Geht das? Danke. Weil ich möchte den Teleporterstein nicht verlieren, sollte ich hier verrecken. So, guten Tag, der Herr. Nein, ein Sumpfgolem. Okay, kein Leviathan. Zack. Du sollst dich um den Golem bitte zuerst kümmern. Das wäre hervorragend. Und einmal Pistole. Bam. Schau. Da haut's ihn glatt aus die Socken. Wow. So, danke. Wo ist denn der Golem? Ich möchte gern sein Herzelein. Boah, kann ich da jetzt runtertauchen? Ich glaube nicht, ne? Das war Fail. Kann man hier tauchen überhaupt? Ich habe das noch nie probiert, oder? Scheiße. Ich hätte gern das Golemherz. Bitte? Ich glaube, da kann ich schon laden. Ich habe noch nie probiert, ob es mit irgendeiner Taste möglich ist zu tauchen. Das wollte ich jetzt nicht. Ja. Kann ich schon laden? Ich muss mich in die andere Richtung drehen, damit ich ihn nicht verliere. Also zum Looten halt, ne? Das Golemherz wäre schon schön mitzunehmen. So ist es eine Rarität immerhin. Also, ich werde mich drehen und in Richtung Strandplätten. Oder auch Richtung Felsen geht auch. Außer glitscht sich rein. Das wäre nicht schön. So. Senke ihm das Spiel für uns. Dann ruinieren wir gleich uns. Au. Oder er ruiniert uns. Oh, jetzt habe ich daneben. Soll. Lol. Ja, aber es geht. So. Genau das wollte ich haben. Magischer Kristall und Golemerz. Das war mir jetzt ein Bedürfnis. So, du auch. Na, andere Richtung. Ich will gern deine Leuchtkugel da mitnehmen. Geht ja, ne? Nur gut zureden, dann klappt das schon. So, okay. Ja. Das zu dem. Gut, dann glaube ich, sind wir fertig. Und wir können endlich ein Dämonenjäger werden. Das heißt, ich kehre mal zurück zum Schiff. Dass ich den Button immer übersehen habe, tut mir auch furchtbar leid. Wir hätten uns so viel Zeit sparen können. Ja. Ein Dämonenjäger zu werden. Das heißt, ich werde mich diesmal für Edward entscheiden. Und was sagst du zu dieser Gegend? Ja, warum nicht? Und was sagst du zu dieser Gegend? Ein groß angelegtes Experiment der Magier. Aha. Wer weiß, ob es jemals funktioniert, was sich die Magier davon versprechen. Früher waren sie die geistigen Berater des Königs. Doch auch sie konnten ihren König nicht retten. Jetzt, da er tot ist, ist guter Rat wirklich teuer. Ja, komm mit. Komm mit. Natürlich. Weil ein Dämonenjäger soll dabei sein, wenn ich dann zum Dämonenjäger werde. Also, dann auf nach Kalador. Ja. Und zu Eldrick. Dann schauen wir mal, ob unsere Seele wirklich so finster und düster wird, wie sie es uns da erzählt haben. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht wirklich, wenn man so mit den Dämonenjägern spricht. Sie wirken zwar etwas kühl und etwas gräulich im Gesicht, aber so Arschlöcher sind sie jetzt auch nicht wirklich, oder? Hoppala. So, meiner Meinung halt nach zu urteilen. So, hier müsste die Zitadelle sein. Ja, also mal dorthin. Und dann schauen wir mal, ich werde da nochmal speichern und dann schauen, ob wir Quests verlieren. Sollte dem so sein, dann muss ich noch versuchen, diese Quests zu machen. Wobei eine Quest wird wahrscheinlich höchstwahrscheinlich sowieso kaputt gehen. Das ist dann die hier, die ich versemmelt habe mit dem, ich glaube, der Spiegel war es oder so, ne? Da gab es ja so einen Dämonenjäger, da hätte ich können den Spiegel nehmen. Als Belohnung, glaube ich, und habe das nicht getan. Somit ist mir ein Schatz durch die Lappen gegangen. Bilde ich mir ein.
dass es ungefähr so war. Gut. So, Eldrick. Gut, speichern. Ja, für den Fall der Fälle. Chefchen, ich möchte mitmachen. Ich will Dämonenjäger werden. Die Zeremonie des Alten Bundes soll beginnen. Bedenke, du musst dir ganz sicher sein. Es gibt keinen Weg zurück. Wenn du einmal ein Dämonenjäger bist, kannst du keiner anderen Gemeinschaft mehr beitreten. Also gehe noch einmal in dich und fälle dann erst deine Entscheidung. Jo, ich bin mir eigentlich schon sicher, aber wir können ja noch laden. Also von dem her, geht schon. Ich bin mir sicher. Ja. Ich werde Dämonenjäger. Ja. Die Zeremonie soll beginnen. Bitte. Gut, dann ist die Zeit nun gekommen. Ich werde alle herbeirufen. Wupp, wupp. Wir haben uns heute hier versammelt, um unsere Zusammenkunft im Schutze der Zitadelle zu feiern. Viele haben uns verlassen. Ihr Schicksal lag jenseits des Schlachtfeldes. Jedoch wird ihr Tod nicht umsonst gewesen sein. Ihr seid die dunklen Krieger von Kalador. Ihr seid geboren, um euer Leben für den Alten Bund herzugeben. Jedes vergossene Blut wird gerecht werden. Jede zerbrochene Mauer wird wieder errichtet werden. Denn wir haben auch hoffnungsträchtige Neulinge in unserer Mitte. Seht sie euch an, stolze Männer, voller Tatendrang und Kraft. So frage ich euch, seid ihr bereit, den Kampf gegen die Schatten aufzunehmen? Wir sind bereit. Wir sind bereit. So sei es. Speer des Alten Bundes von Kalador. Vergesst nicht, ihr seid das letzte Bollwerk zwischen den Menschen und der Dunkelheit. Und nun macht euch bereit für den Kampf. Möge das Feuer von Kalador die Schatten hinwegbrennen, dunkle Krieger von Kalador. Und du? Du brauchst ein großes Schiff. Also geh zu Kane, dem Krieger auf der Fregatte unten in der Eisenbucht, und versuche ihn davon zu überzeugen, mit dir in die Schlacht zu ziehen. Du bist jetzt ein Dämonenjäger. Vielleicht hört er jetzt auf dich. Wuhu, yippie. Ja, und schon haben wir... eine neue Frisur? Sind wir das jetzt wirklich? Ja, die Glatze steht uns, oder? Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass ich eine Glatze kriege, aber ist ja wurscht. Einmal Dämonenjäger und schon hat man Haarausfall. Sehr gut. Auch Edward schaut anders aus. Hallo? Bist du mein Zwilling? Komm mit. In Ordnung. Ist das Absicht, dass wir uns so ähnlich aussehen? Wahrscheinlich, ne? Alter, wie schnell das geht, ne? Okay. Gut. Ist unser Gewand jetzt besser als unser altes? Ich hoffe doch. Mal looken, oder? Inventar, rechte Hand, Kopf. Kopf haben wir nur den Kapitänshut. Ah ja, jetzt schauen wir wieder aus. Jetzt erinnert es uns wieder. Dann hatten wir vorher schon eine Glatze? Naja, ist ja wurscht. Ja, wobei, ich könnte ihn schon aufsetzen, ne? Schaut ein bisschen komisch aus. Vielleicht kann ich mir einen Helm kaufen, passenden, ne? Aber Körper wollte ich mal schauen. Bloß, jo. Tatsächlich ist unser Kapitänsmantel eine Spur besser? Naja, wobei, da haben halt noch Magie sicher dabei, ne? Können wir eh mal anbehalten. Ich hoffe nicht, dass wir sterben werden. Deswegen ist der Stiefel... Na, Kapitänstiefel. Okay, ich wollte gerade sagen, das passt nicht so wirklich, ne? Naja, dann ist es wurscht. Dann können wir auch gleich vom Kopf her den Kapitänshut noch tragen. Wir sind eh bald Kapitän, dann passt das eh. Ein bisschen Zottenclash, aber es geht schon. Gut. Hätten wir unsere Glatze auch abgedeckt, das zieht ein bisschen, wisst ihr, dann muss ich entgegenwirken, nicht, dass wir noch eine Mittelohrentzündung kriegen, das braucht man nicht.
So, gut. Also, wir sollen jetzt mit Kane sprechen, ne? Also, hoppala, verdrückt mich immer, ich will immer mit der rechten Maustaste die Karte verschieben. Das geht halt nicht. So, wenn ich es jetzt schlau mache, müsste ich mich jetzt zum Schiff porten, mit dem Ruderboot wieder an Land und mit dem anderen Ruderboot aufs Dämonenschiffchen, ne? Das sollte ungefähr, glaube ich, streng gesehen so funktionieren, ne? Probieren wir es mal, oder? So, das Ruderbötchen zum Strand. Und dann müssten wir mit dem Ruderbötchen, wenn es möglich ist, an Bord. Ah, na. Ah, da muss ich auf die andere Seite, ne? Schaluppe, da drüben sind wir. Da muss ich doch glatt auf die andere Seite. Das habe ich ja wieder mal... Guten Tag, Schildkrötchen. Das habe ich wieder mal toll gemacht. Genau, da drüben war ja was. Mit dem anderen Dämonenjäger, der ja ein Scherge war. Hm, war da was? Achso, nein, nur schnell schwimmen, ne? Ja, kann ich jetzt auch brauchen, bevor ich absaufe. So. Ja, okay. Es war nicht so ein Umweg. Geht. Ich glaube, das geht. Kann man alle Hühneraugen zudrücken. War jetzt nur ein halber Fail, oder? Das kann man schon so sagen. So. Gut, also, hier müsste es jetzt aber zum, genau, zur Dämonenjägerfregatte gehen. Guten Tag, die Herren. Und zwar, ich bin jetzt einer von euch, nur die Stiefel und der Helm passen nicht ganz, aber Kane. Kanne, hallo Kanne, ich habe einen Schlachtplan. Ich habe einen Schlachtplan. Ja. So, so. Dann lass mal hören, mein Junge. Ich war ein Piratenkapitän, bevor ich zu euch kam. Eldrick hat mich auf eine Mission geschickt, um uns von den Schatten zu befreien. Ich kenne unseren Feind auf See. Alles oder... Das Logischste. Das Logischste? Eldrick hat mich auf eine Mission geschickt, um uns von den Schatten zu befreien. Ja. Aha. Ich war Piratenkapitän. Ich war ein Piratenkapitän, bevor ich zu euch kam. Ach ja? Ach ja, Admiral Alvarez will in Antigua eine Flotte aufbauen. Ach ja, Admiral Alvarez will in Antigua eine Flotte aufbauen. Alle Gemeinschaften der Südsee, die ein Schiff führen können, sollen sich dort einfinden. Wir sollten uns ihm anschließen. Ich kenne unseren Feind auf See. Sein Name ist Crow und er ist ein Geist. So, so. Hm, du hast Eldrick und die Piraten auf deiner Seite, sagst du? Gut, mein Junge, du hast mich fast so weit. Aber eine Frage wäre dann noch. Zwei Kapitäne sind einer zu viel. Also, wer wird das Schiff kommandieren? Du bist bestimmt ein guter Feldherr. Aber kein Seemann. Na schön. Ich sehe, du hast gute Referenzen und du scheinst so etwas wie einen Plan zu haben. Ich überlasse dir die Fregatte. Oh. Aber nur unter einer Bedingung. Ja? Ich werde an deiner Seite bleiben und deine Taten überprüfen. Willkommen an Bord, Captain. Achso, ja. Sir. Jawohl, Dankeschön. Sehr gut, wir haben ein Schieferl. Das bedeutet, ich probiere es mal, in See stechen. Piratenschiff. Ah ja, natürlich. Die Magier-Sachen werden natürlich, also Pirat und Magier werden zerstört, klar, weil wir uns ja den Dämonenjägern angeschlossen haben. Also ist nichts jetzt da, nichts ganz Schlimmes zerstört worden. Also alles gut, alles gut. Also ist das Schiff voll cool. Es hat grünes Licht, also Flammen. Also es ist cool. Und es hat Zacken und Hörner und es ist cool. Ich würde sagen, wir werden unsere Crew jetzt zusammenschustern, oder? Aber zuvor wahrscheinlich müssen wir noch Eldrick Bescheid geben. Das wäre halt echt cool. Wenn ich jetzt zurück aufs Schiff... Möchtest du jetzt wirklich mit deinen Crewmitgliedern zum Schiff zurückkehren? Warte, das müsste dann jetzt aber schon das Dämonenjäger-Schiffchen sein, ne? Unsere Schaluppe müsste jetzt ja eigentlich hinfällig sein, ne? Aber ich sehe gerade... Unsere Crew ist noch nicht da. Vielleicht muss ich... Warte, ich wollte eigentlich nachschauen, Logbuch, ne? Bla bla, bla bla, bla bla, Crew. Kalador. Grüne Flammen. Da müsste ich jetzt doch auch rüberschwimmen können, zum einen. Piratenallianz. Erste große Fahrt. Jetzt bin ich ein Schiff, ich sollte bald damit ins See stechen. Okay, Allianz.
Bla bla bla. Okay. Da 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 da. Ich würde sagen, wir gehen unsere Crew hier abholen, oder? Also die Patty, die ist hier drüben in Kila. Jafar ist hier. Dann könnten wir hier. Na, hier nicht. In Taranis. Ungewöhnlicher Kadett Ali. Der ist auch auf Taranis, glaube ich. Sadek. Genau, der ist auch auf Kila. Okay, dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Runde, oder? Würde ich jetzt vorschlagen. Und gehen unsere Mitglieder mal einsammeln. Beziehungsweise die Schaluppe müsste ich auch nochmal hin. Und Boos und die. Bones und Co. holen. Klippenstrand, Strand der Fischer. Ja, wenn ich schon mal hier bin, oder? Ich probiere es mal. Warte. Mal kurz speichern. Ja, ich nehme dafür aber einen Reservespielstand. So. Und probiere es mal. So, ich will nichts kaputt machen. So, und bitte zur. An Bord, zur Schaluppe. Aha, okay, das geht automatisch dann. Sind wir hier? Okay. Ja, was ist dann mit Bones und Co.? Muss ich dann direkt auf Schiffchen schwimmen? Das könnte auch sein, dass ich rüberschwimmen muss. Oder sie sagen, sie sind vielleicht gar nicht mehr hier, sondern woanders. Ich probiere jetzt mal mein Glück. Weil, na, sind schon drüben. Weil die Burschen möchte ich schon gern mitnehmen, ehrlich gesagt. So, ich hoffe, ich komme auf die Schaluppe. Gibt es hier eine Möglichkeit, dass ich rauf kann? Ein Seil oder so? Ich glaube, hier herüben. Ja. Danke. So, die Herren. Dein Schiff ist prächtig. Gell? Ich hätte nicht vermutet, dass so ein abgerissener Typ wie du so etwas zustande bringt. Danke. Tja, da haben wir ja Glück, dass du dich getäuscht hast, was? Noch haben wir die größte Schlacht vor uns. Wir werden sehen, ob der Khan das überlebt. Ich hoffe, dass er wechselt. Hey, hör mal. Irgendwo vor der Küste soll ein großer, dunkler Fleck unter Wasser vorbeigezogen sein. Es heißt, er sei größer als ein Schiff. Was kann das sein? Ich weiß es nicht. Doch ich fürchte, wenn es uns angreift, ist es zu spät, noch Fragen zu stellen. Also sei vorsichtig und rechne mit einem Hinterhalt, wenn du in See stichst. Das könnte Crow sein. So, so. Das ist also dein Leben, ja? Du redest von der Seefahrt? Nicht nur. Auch deinen Kampf gegen das Böse und so. Tja, ich habe wohl keine andere Wahl. Nur gut, dass du solch gute Waffengefährten hast. Warten wir ab, was Sebastiano dazu sagt, dass du jetzt hier bist. Tja, ich denke, dass wir bald wieder etwas von ihm hören werden. Okay, sie bleiben hier auf der Schaluppe. Ich hoffe, das ist okay so. Komm mit. Komm mit. Natürlich. Passt. Haben wir dann Begleiter. Okay. Eine Quest haben wir zumindest mal bekommen, das ist ja schon mal gut. Dann würde ich sagen, wieder zurück zum Schiff. Ja. Und, okay, dann bleiben meine Gefährten, bleiben drüben, oder wie? Aha. Dann werden wir mal... Worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Was denn? Du zweifelst jetzt schon an deiner Entscheidung? Nein, aber, naja. Warten wir es erstmal ab. Aber merke dir, ich bin es nicht gewohnt, dass man mir Befehle erteilt. Also, fange auch erst gar nicht damit an. Werd's mir merken. In Ordnung. Also, auf eine ertragreiche Jagd. Aber vergiss nicht, ich behalte dich im Auge. Ja, ja. Und pass auf, dass du dich nicht mit deiner Rüstung ins Auge stichst. Das könnte unter Umständen hässlich werden. Gut, wir beginnen mit, ich würde sagen, mit Kila. Und sammeln unsere neuen Crewmitglieder ein, oder? Oh, das Schiff ist cool. Schau mal. Das gibt schon was her, oder? Ich find's cool. Da kriegen es unsere Gegner richtig mit der Angst zu tun. Okay, das mit den Seestechen sollte ich vorsichtig sein. Edward verlässt die Gruppe. Ah! Ja, was haben wir denn da? Verfolge das Seemonster und verwunde es mit deinen Breitseiten.
und deinen Bordkanonen. Halte Abstand zu ihm und pass auf die Felsen auf. Ja, muss das denn jetzt sein? Ja, gepfui. Was macht jetzt bei uns hier? Servus. Seitlich drehen, oder? Wie geht das dann? Mit Schießen? Ich hab keine Ahnung. Ah, so. Ah, okay. Also nach vorne. So. Ja, okay. Von hinten. Hinten ist aber nichts. Das ist schwerer wie Autofahren, ehrlich. Ich sehe nichts. Ich glaube, das wird uns gleich vernichten, oder? Gott sei Dank habe ich gespeichert. Ich drehe mich mal im Kreis. Da drüben. Oh, wie muss ich jetzt eigentlich schießen? So, ne? Haben wir was erwischt? Ich glaube nicht. Na, noch immer nicht. Etwas höher halten wahrscheinlich, ja? Hallo? Das ist gar nicht mal so einfach, da irgendwas zu treffen bei dem Mist, wie ich... Ich glaube, wir haben es erwischt. Hey, cool. Oh Gott, das ist ja überhaupt nichts. Habe ich unbegrenzte Munition? Das wäre wünschenswert. Kuckuck. Da drüben. Okay, etwas höher. Noch etwas höher. Noch etwas höher. Ich baller halt einfach mal, ne? Treffen tue ich aber gar nichts. Das ist aber nicht gut. Das ist gar nicht gut. Aber da stehe ich am besten, glaube ich, so, ne? Das müsste da drüben wieder. Ja, ja. Da drüben. Okay. Muss halt mal Glück probieren, ne? Irgendwann werde ich das wohl treffen, dieses Mistviech, oder? Oder auch nicht. Das ist gar nicht mal so einfach. Ein Stück nach vor vielleicht? Aha. Ah, langsam. Nicht zu viel. Ich habe keine Ahnung. Ob ich... Bam. Ich glaube, jetzt haben wir was erwischt, ne? Warum machen wir das Mistviech nicht allzu sauer? Der Part wäre auch zu Ende. Ich würde sagen, beenden wir mal kurz den Part. Ihr Lieben, das war's für heute. Im nächsten Part besiegen wir das Viech hoffentlich. Ich bedanke mich schon von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schauen tut, und wir hören uns ja beim nächsten Mal. Tschüss.